Tja, wie geht's dir heute, Isaac? Mir geht's gerade nicht so gut, weil wir wieder hier auf der USG Ishimura sind. Und wir das scheiß Schiff, die Monorail. Eigentlich sollten wir das Schiff reparieren, aber jetzt müssen wir die Monorail erstmal zum Laufen kriegen. War der vorher auch schon so blutig? Oh shit. Oh shit, hatte ich gerade Schiss. Mal wieder. Platine fehlt. Die haben wir, glaube ich, schon. Die setzen wir mal ein. Computer der Monorail-Steuerung online. Okay. Die Sounds sind aber auch verdammt laut. Und erstmal, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Hier auf der USG Ishimura. Wir werden ihn zurückrufen. Schiffsweites Monorail-System wurde reinitialisiert. Alle Monorails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Monorail fällt an der Flight Deck Station ein. Quarantäne aufgehoben. Okay. Wieso ist der... Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flight Lounge war, ist jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zu Kallion und bereiten Sie den Start vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch Wahnsinn, Hammond. Selbstmord. Wir werden Ihr hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Kenntnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen Sie uns einfach lebend hier raus. Ich wollte gerade sagen, wieso ist die Speicherstation auf Standby? Okay, wir müssen da lang. Okay. Wieso haben wir eigentlich nur noch... Ja, jetzt haben wir wieder volle Munition. Wir gehen mal zurück. Ich weiß nicht, wohin wir gehen. Ich weiß nur, dass wir zurückgehen. Oh shit. Wieso ist das hier so blutig? Ich habe echt keinen Bock auf einen Erschrecker oder so. Gerade. Echt überhaupt keinen Bock. Und schön, dass hier eine Dusche ist, aber... Beziehungsweise der gesamte Raum wird zur Dusche. Aber den brauchen wir im Moment nicht. Wartet, waren oben nicht noch ein paar Viecher? Shit, nee. Nee. Wartet, die rennen normal nicht weg. Wieso rennt der weg? Das ist bestimmt eine Falle. Die rennen. Warte mal. War gar nicht so schlimm gerade, um ehrlich zu sein. Aber einer ist immer noch weggerannt. Isaac. Ja? Wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Ach, viel Glück, Hammond. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier auch meine Probleme haben werde. Ich werde mal zwischenspeichern, nicht dass wir... Ich
mal meinen dritten Speicherstand für die dritte Aufnahme. Nicht, dass wir hier jetzt sterben oder so. Wäre ein bisschen suboptimal. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hin müssen. Doch, wir sind richtig. Ja, wir können auch nur dahin. Hier war noch eine zertretbare Kiste, genau. Das hatte ich noch in Erinnerung. Habt ihr das gesehen? Oh shit, ey. Oh shit, ich hab Angst. Ich renne. Wow! Shit, ich hab ja... Stimmt ja, ich hab ja keine Stase mehr. Ich wollte ihn verlangsamen und hab keine Stase mehr. Was liegt da? Ich hab da was aufblinken sehen, deswegen. Das interessiert mich. Aber ich komme da ja nicht ran. Okay, was sollen wir hier machen? Laden? Medipack brauchen wir nicht. Wir haben eh Inventar voll. Oh shit. Oh shit. Ja, nee. Lad nach, Isaac. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Ach, nix. Das Ticket nach Hause, der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra. Nein, Hammond! Das ändert alles! Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Hier ist er. Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort? MedLab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie können. Was war das? Halt! Ja, die Viecher sind böse. Aber war irgendwie klar, dass wir... ...dass wir die fucking Drecksarbeit machen müssen. Oh, ich dachte, die wäre auf Standby. Das wäre für einen Arsch. Echt. Aber warum muss alles, was ich anfasse, irgendwie in die Luft fliegen? Ich meine, ich wollte nur einen Schadensbericht. Da muss nicht gleich das ganze Schiff hochgehen, oder doch? Nee. Bitte nicht. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen da lang. Also werde ich woanders hingehen. Ich werde da hingehen. War nicht schon... Mir ist gerade irgendwie... Dead Space hat sich verkleinert bei mir gerade. Was zur Hölle ist hier los? Ladies, ich komme wieder rein. Hier ist niemand. Alter, wieso ist es so blutig und... Was steht da?
Where is everybody? What? All here is some weird noise. Shut the fuck up. Ein großes Medikit. Okay, dafür werde ich eins der Kleinen verwenden. Ganz einfach. So. Was steht da? What are you willing to give up your life for? Alter. Was ging hier ab? Das ist übelst mal krank. Aber mal übelst krank. Okay. Wisst ihr, was ich erwarte? Dass hier plötzlich für eine Sekunde Alma steht. Alma von 4. Ich weiß nicht warum. In Aufzügen in Horrorspielen erwarte ich immer, dass da irgendwie Alma steht. Schön. Ich habe hier einen Shop und eine Werkbank. Gut, und diesmal haben wir sogar Zeit, um uns den Shop mal genauer anzusehen. Ich schaue ihn mir auch direkt gleich an. Wir haben einen Plasma-Cutter, können uns eine Strahlenkanone kaufen und ein Impulsgewehr. Oder den Anzug Level 2. Also ich werde auf jeden Fall in den Anzug Level 2 investieren. Weil Inventarslots und Panzerung, bitte. Sieht schon deutlich gepanzerter aus. Ich will mal wissen, wie das da drin abläuft, wie er den Panzerung bekommt. Das interessiert mich. Wie viele Credits haben wir noch? Was wäre cleverer? Ich nehme die Strahlenkanone, einfach nur, weil sie die teurere und die bessere von beiden ist. Meiner Meinung nach. Okay. Okay, wir haben jetzt... Ja, ich weiß. Wir haben jetzt hier die Strahlenkanone. Leider nicht so viel Munition, aber macht einen schön großen Strahl wie der Plasma-Cutter. Der Plasma-Cutter hat nur einen kleinen. Aber wir gehen nochmal an die Werkbank. Und wollen auch den Plasma-Cutter gleich ein bisschen verstärken, weil das ist unsere Hauptwaffe. Ein Schaden. Okay. Aber den letzten, ich behalte immer gerne einen Energieknoten in der Hand. So Leute, aber das war's auch für diese Folge. Wir werden uns hier im Wartehäuschen gemütlich machen. Politica, the world you never knew. Ja, ist es böse. Okay. There's always ping. Ping, ping, sun. Bring out the sun. Ja, ach, Sun Cola. Okay. Aber im Dings, im Vakuum, im Weltraum, all, auf dem Schiff, die Sonne, wird schwer. Jedenfalls, wenn du in einer anderen Galaxie bist. Naja, aber Leute, das war's für diese Folge. Diese Folge war es gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Da war nur dieser eine Necromorph, der vor mir geflohen ist, den wir aber noch nicht richtig fangen konnten. Oder ist der von hinten dann gekommen? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ja, nächste Folge werden wir in die Monorail gehen und damit wahrscheinlich... Ich glaube, die Monorails waren für die Kapitel zuständig. Also werden wir das Kapitel 1 abschließen und werden ins Kapitel 2 übergehen. Und ja, bis dahin macht euch noch einen wunderschönen guten Tag. Und Isaac und ich freuen uns auf nächste Mal, ne? Ja, also bis dann.